Was? 50% mehr Erfahrungspunkte, aber minus 5 Charisma. Das heißt, man könnte theoretisch das komplett auf 1 runterdrehen bei der Charaktergenerierung und dann sowas nehmen und dann ist man absolut uncharismatisch. Und dann am besten noch ein Bild, der nach und nach durchdreht. Ich glaube, das wäre perfekt. Aber ja, willkommen zu meinem Let's Stream von Fallout 4 Frost. Halbe Stunde zu früh und falsches Projekt, weil eigentlich Crusader Kings ansteht, aber ich, hab einfach zu viel Bock drauf, deswegen werde ich jetzt die erste halbe Stunde wahrscheinlich primär damit nutzen, die Perks ein bisschen durchzulesen, vielleicht Pläne zu machen, wo man auf der Karte langlaufen kann, eventuell die anderen Startpositionen mal austesten und dann schauen wir weiter. The Loony Wanderer, 50% Run Speed, aber nur wenn du verrückt bist, kriegst außerdem 50% mehr Extremitätenschaden. Das klingt nicht gut. Unarmed Attack machen mehr Schaden. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, mit bloßen Fäusten hier gegen irgendwas zu kämpfen, weil das macht dann auch Schaden an einen selbst. Und Schaden an einen selbst kriegen wir nicht so schnell wieder weggeheilt. 25% schneller während des Schleichens. Das ist praktisch. Allerdings Level 24 erst. Ich glaube, wenn man Level 24 überlebt hat bis dahin, dann ist man schon einen Ticken stärker. Hoffentlich. Das hatten wir schon, die ganzen Perks. Sowas ist eher sinnvoll. Also gerade gegen die ganzen Tiere am Anfang. Armor, wir haben jetzt ja noch keine Werkbank gefunden. Keine Ahnung, wie das Crafting-System hier aussieht, das müssen wir dann gucken. Heavy Gunner. Das ist so frustrierend, das Pack Mule, was normalerweise irgendwie 50 oder so dazu bringt, nur 10 macht. Allgemein beim Looten so viel zurückhalten ist auch ganz ungewohnt. Ich habe in letzter Zeit recht viel Horizon gespielt und da muss man wirklich alles mitnehmen zum Zerlegen. Das ist hier jetzt nicht so. Jetzt müssen wir wirklich stark aussortieren. Also alles aus der Teddybär, der kommt mit als Glücksbringer. Gunbashing, nein. Power Armor werden wir noch nicht hinkommen, denke ich. Pickpocket. Das praktisch. Also meine Prioliste bisher besseres Schleichen und mehr Nahkampfschaden mit Waffen und das da. Ikisa, guten Abend, heute schon früher on? Ja, ich konnte es einfach nicht aushalten, ich war zu hibbelig. Außerdem ist eh ein Projekt am Laufen jetzt, was nicht geplant war und da dachte ich mir, dann kann ich eh alles über den Haufen schmeißen. Aber ich werde jetzt die erste halbe Stunde nutzen, um eher in das Modpack reinzukommen und um halb dann den Speicherstand hier regulär weiterzumachen. Matt Larkin ist auch schon da und Frankie hat subscribed und dabei keine Fahne ausgelöst. Das ist nicht gut. Each. Jetzt sollte es passen. Dankeschön, Frankie. You view a target specific damage resistance in Watts. Das könnte auch sehr praktisch sein. Also in 10 Leveln oder so, wenn wir Perk-Punkte über haben. Weil die werden recht viel umgebohrt haben, hier wir gegen was Resistentes und dergleichen. Und dann bei bestimmten Feinden die richtige Waffe zu benutzen, könnte hier sehr praktisch sein. Schlösser knacken? Ja. Wir müssen alles durchforsten nach gutem Loot, was wir finden können. Das sind alles Vanilla-Perks. Das ist okay. Toughness. Toughness auch recht schnell nehmen. Und weniger Strahlung auch schnell nehmen. Und mehr HP auch schnell nehmen. Drogen war ich bei Fallout nie wirklich ein Fan von. Also sowas wie Jet könnte man gut benutzen für... Das macht normalerweise einen Time-Slow-Effekt, je nachdem welches Modpack man benutzt oder Vanilla. Ich glaube, Vanilla macht es nur AP zurück. Bringt es was, wenn du den Schrott an der Werkbank zerlegst? Also vom Gewicht her, weil es dann weniger wiegt. Meistens ja, also in Vanilla auf jeden Fall. Hier haben wir leider noch keine Werkbank. Doch wir hatten am Anfang eine?
Nee. Ich glaube, wir hatten ja noch keine Werkbank. Müssen wir dann gucken. Ich kann mal kurz schauen im Inventar. Nee, wir könnten so die Zigarettenboxen hier zerlegen. Die werden wir gleich wegschmeißen müssen, weil es zu schwer ist. Die könnten wir so zerlegen. Und das Holz. Na, Holz brauchen wir zum Essen kochen. Aber wir könnten halt Sachen zerlegen und dann nur die Teile von dem Zerlegten mitnehmen, die wir wirklich brauchen. Ich glaube, hier macht es keinen Unterschied. Weil. Naja, Stahl brauchen wir gar nicht. Weil Silber, ein Silberknubbel auch 0,1 wäre. Ist das jetzt ein extra Char oder von YouTube weitergeführt? Das ist jetzt noch der YouTube-Char, aber ich weiß noch nicht, ob ich ihn weiterspiele oder nicht. Ich bin jetzt erstmal nur im Spiel, um noch mehr mit euch zusammen über das Modpack rauszufinden. Und um halb überlege ich dann zu Ende, ob wir den Charakter hier weiterspielen oder einen komplett neuen anfangen. Weil ehrlich gesagt wäre es, glaube ich, sinnvoller, wenn wir einen neuen anfangen und dann diesen Keller-Start nehmen. Weil hier wird es schon dunkel. Und wenn es ganz dunkel wird, wird es ganz dunkel. Ja. Bei dem anderen wären wir näher dran an Sanctuary und da ist es vielleicht sicherer. Und wir hätten auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Lager, das wir auch kennen. Das müssen wir dann gucken. Vorteil von diesem Run bisher wäre, wir haben schon eine Rüstung gefunden. Und die erscheint mir ziemlich gut. Ich habe kein Referenzmaterial, aber es erscheint mir ziemlich gut. Das ist ja. Shadow Tyrant sagt, guten Abend Gero, wie geht's dir? Ja, ganz okay. Ein paar doofe Kommentare in den letzten Tagen, aber die sind ja irgendwie immer da. Aber je nachdem, wie es mir emotional geht, gehen sie mir halt näher oder nicht. So, wobei ich war einfach bei den Perks. Neuer Run, irgendwelchen wichtigen Mods. Dieselben Mods wie beim letzten Test. Also Frost und alle Frost-Submods. Die habe ich jetzt auch dank einem anderen Kommentar in das erste Video von dem letzten Test reingeschrieben, falls jemand das dann auch zusammenbasteln möchte. Sowas stelle ich mir auch sehr wichtig vor, weil bei anderen Survival Mods, primär Horizon, wenn man da am Anfang keinen Gegenstand dabei hat, um Knochenbrüche und ähnliches zu fixen und man irgendwo mitten in der Pampa ist und dann Beinschaden bekommt, dann muss man halt nach Hause humpeln, weil es keinen Quick Travel gibt. Und das nach Hause humpeln dauert immer eine Viertelstunde Reline. Was denn nicht so toll ist. Wobei man in Horizon theoretisch einfach sterben kann, weil man stirbt ja nicht ganz in Horizon, sondern wird zu seinem nächsten Gebiet teleportiert. Hier nicht. Hier ist alles nochmal schlimmer. Kannibale. Da das ja eh ein recht düsteres Ding hier ist, könnte man ja auch wirklich bösen Charakter spielen. Ja. Ghoulisch. Das ist praktisch. Strahlung regeneriert deine Lebenspunkte. Man hat aber trotzdem Strahlung. Das heißt weniger Max-HP. Wie funktioniert das dann? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Nee. Alles Vanillakram, der interessiert mich. Keep the dogs at bay. Dogs and wolves are less likely to cripple you. Charisma 10. Also ich habe mir schon gedacht, dass es hier nicht so gern gesehen ist, dass man mehrere Siedlungen hat, weil das könnte dazu führen, dass man Ressourcen bekommt, die man eigentlich nicht so bekommen sollte, was ja primär in Survival ist. Aber ich hätte das schon ganz gerne. 10 Charisma zusammen zu bekommen, da müsste man schon super lange spielen. Also ist dann definitiv High-End-Content. Wasteland Whisperer. Was ist der Unterschied zwischen Wasteland Whisperer und dem Animal Friend?
Ah, das sind sowas wie Wasteland Whisperer, sind abgefahrene Kreaturen, Animal Friends sind normale Kreaturen. Ja, okay. Pacify. Vanilla, Vanilla, Vanilla. Das könnte praktisch sein. Zum Weglaufen. Hier werden wir sehr viel weglaufen müssen. Allgemein irgendwas, was die Laufgeschwindigkeit oder die AP, den AP-Verbrauch vom Laufen verbessert, wäre noch gut. Blitz. Ne, das ist Familie Tank. Diese Mini-Geräusche da im Hintergrund sind super. Ne, dann bin ich schon einmal durch. Also sind ein paar neue. Du kriegst ein Glück, ein Agilität, ein Perception und du sprintest schneller. Oh, und du sprintest schneller, wenn du Schaden und Energieresistenz unter 11 hast. Nee, das wäre ein Perkpunkt, den man verbraucht. Weil später sollte man in ordentlichen Rüstung laufen und gleich eine bringt der Perk nichts mehr. Die meisten hinzugefügten Perks sind sehr spezifisch. Da muss man seinen gesamten Playstyle darauf anpassen. Na gut, das waren die Perks. Was ist so Feedback von euch? Sollte ich hier weitermachen oder lieber neu starten? Tab. Meine Tastatur ist tot. Das ist nicht gut. Handy weggeworfen. Willst du dir aufschreiben, welche Skills du willst, damit du genau weißt, was für Special du brauchst? Ja, ich glaube nicht, dass ich lang genug dafür überlebe. So. Nee, nicht hier, sondern da. Die meisten, die für mich jetzt interessant waren, waren wirklich die, man einfach so jetzt schon nehmen könnte. Also die Crafting-Sachen, wenn wir eine ordentliche Bank finden und ja, so weiter. Strongback mit der Zeit. Abschlösser knacken. Und eher Sniper fokussiert als Nahkampf. Nahkampf werde ich. Also zuerst Nahkampf, Nahkampfwaffen, damit wir keine Munition verbrauchen, weil wir haben keine Munition. Und danach dann nach und nach umschwenken auf Fernkampf und Perception. Ich werde aber keine Punkte in Stärke reinsetzen, um den Nahkampf so zu boosten. Also ich denke, ich muss mir da nichts Großartiges aufschreiben. Gucken wir jetzt aber erstmal die anderen Startpunkte noch an. Achso, jetzt müssen wir laden. Wenn ihr das selber auch spielen wollt, müsst ihr unbedingt dran denken, es wird da ein Safe-Game mitgeliefert. Und den muss man nutzen. Wenn man ganz normal startet, klappt das nicht. Damit man halt hier startet und nicht im Bunker. So, ich fasse da gar nichts erst an. Wir gucken jetzt nur, was es noch so gibt. Wir waren im Basement, das ist bisher mein Favorit. Wir waren nicht einfach so im Commonwealth. Da ist irgendwas Wässriges. Da ist der reguläre Start. Museum war das mit dem
The Deathclaw, was anscheinend nicht gemoddet war. Das kann man auch so im Vanilla-Spiel finden, hatte ich noch nicht. Tracker, Glowing Sea. Wir können einfach mal in Glowing Sea reingucken. Also Glowing Sea ist da, wo die Atombombe runtergekommen ist, in der Armposten. Ah, und da sind in Vanilla die, oder allgemein in den meisten Versionen von Fallout 4, die stärksten Gegner. Heißt, ich denke, wir werden da nicht gut bestehen können. Und es ist auch, ich kenne keine Siedlung da unten. Ich habe sehr viel Fallout 4 gespielt, aber meistens so mit Mods, dass... Bist du da vor Schreien schützt? Wahrscheinlich, ne? Ja. Also ich höre es noch crackeln, aber es scheint okay zu sein. Das ist ein interessanter Start. Wir haben einen Powercore mit 20%. Das sieht ziemlich abgefahren aus. Wir sollten nach Norden. Wir sollten hier von weg. Ist hier irgendwo noch Munition oder so? Eine Switchblade. Der T-45M klingt super. In der Hand durch die Apokalypse. Was ich gerade sagen wollte, also ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich habe sehr viel Fallout gespielt, aber meistens dann ein Run, der schwer war, und dann habe ich mich nur in der oberen Hälfte aufgehalten. Und Vanilla habe ich das Spiel nie gereist. Noch ein super Supermarkt, da gibt es oben auch einen. Gleich leichte Beute. Problem ist nur, der Kern ist gleich alle. Gut. Kern ist gleich alle und dann kann man uns noch ganz langsam bewegen. Ich hoffe, wir machen hier rein und dass da drin eine Gasmaske ist. Da ist noch was. Rehartiges, aber das ist verstrahlt. Und das da ist, glaube ich, ein blutrünstiges Vieh. Also tollwütig. Das wird uns also angreifen und sehr, sehr wahrscheinlich töten, weil uns hier so gut wie alles töten kann. Idiogis hat subscribed. Wuhu, finde das Projekt richtig toll und freue mich schon auf mehr. Jo, dankeschön. Eventuell hier drin aussteigen, um Energie zu sparen. Die Energie ist fast raus, aber das ist recht, ja. Lebens, wow. Ja, hier ist auch alles verstrahlt. Oh, wir haben eine Gasmaske. Dann habe ich nichts gesagt. Gleich mal lieber. Du lebst. Du auch. Ja. Das kann man daran sehen, wie sie gerendert sind. Ich meine natürlich an dem leichten Heben und Senken des Brustkorbes und so. Also ist ein interessanter Start, gerade wegen der Power Armor. Aber wir werden nicht so schnell wieder einen neuen Core finden. Aber das Ding dann irgendwo parken für später klingt sehr gut. Von hier aus nur wegzukommen in irgendein Gebiet, das für uns spielbar ist, sehe ich eher als Problem. Sind hier. Wir sind mitten bei der Bombe. Sogar dahinter. Vertebrate Wreckage.
Hier drin ist leider nichts. Guck mal, die da hinten turnen fleißig rum. Hier sind jetzt alle wach und hier scheint es auch nicht weiter zu gehen. Also da hinten, da wo die sind, ja. Aber da können wir jetzt nicht durch. Das heißt, wir schnappen uns unsere nette Power Armor. Gehen wieder. Danke für die Bits. Oder kann man hier irgendwie... Ne, ist nicht vorgesehen. Schade. Na gut. Dann kriechen wir mal Richtung Norden. Aber ich denke nicht, dass wir sehr weit kommen werden. War aber auch nicht der Plan. Ich wollte einfach nur gucken, wie der Start hier ist. Ich habe jetzt auch mal einen Blick auf die Strahlung, weil ich kann nicht genau beurteilen, wie viel da jetzt noch reinkommt. Normalerweise hat ein Power Armor sehr viel Strahlenschutz. Ja, 150, 150, 150, 150. Das sollte eigentlich okay sein. Das ist knattert, aber es macht nichts. Riskiert sind mit den Dingern. Wir haben eine Power Armor, der sollte auch extra Schaden machen. Links siehst du es in der Anzeige, oder? Sobald es über 0 kommt, kommt es auch rein. Das ist quasi dann schon gefiltert durch die Rüstung. Lala. Das heißt, wir kriegen jetzt noch durchgehend Strahlung, was auch Sinn macht. Das heißt, selbst mit einer Power Armor und mit einer Gasmaske. Kriegt man hier Strahlung ab. Das heißt, wir sollten wirklich schnell weg und nicht irgendwo hängen bleiben. Core ist gleich aus. Das ist so viel Riesen, gefällt mir. Also ein Level up hatten wir schon. Dann können wir doch mal... Ja, noch mal Bits. Auf und Blitz, dankeschön. Hier, mehr Melee Damage. Ja. Eventuell hätten wir uns mit den Ghoulen auch anlegen können, weil die Power Armor macht schon einen großen Unterschied. Und hätte dann sehr viele Level, ein, zwei Level gebracht. Da ist ein Gebäude. Sieht alles so unmöglich aus. Mit Ghoulen anlegen, ja, mit glühenden Ghoulen wahrscheinlich eher nicht. Zumal die Power Armor gleich aus ist. Boah, das sieht echt abgefahren aus. Wir sollten nicht pumpen. Armor macht 1050 Radschutz. Wie es mit dem Strahlungsschutzschaden genau beeinflusst, weiß ich nicht, aber statt den 25 Rad pro Sekunde sind es mit der Armor nur ungefähr 2,5. Da sind Wölfe, Plural und Power Armor ist aus. Das heißt, wir kommen jetzt nicht mehr weg. Das heißt, bevor wir jetzt in die Wölfe da noch reinlaufen, greifen wir den hier an und hoffen das Beste. Ich habe keine AP zum Schlagen. Oh. Ah, das Kopftreffen bei dir. Ja. Uff. Okay, fast tot. Rest von denen. Rüstung
fällt nach und nach ab. Oh, oh, ja, Wölfe gegen Zombies. Das ist okay. Level up. Weg. Einfach nur weg von hier. Geh anders. Ja. Ja. Gut. Ich dachte, ich könnte schneller weglaufen, aber das Aussteigen hat zu lange gedauert. Interessanter Start, nichts für mich. Gule sind quasi nur im Kopf, Findling und Frost, okay. Na nun, bin ich so spät dran, ist 2030 Standard-Stream-Start. Ja, hast du völlig recht. Heute ist nur kein Standard. Also erstmal wäre ja eigentlich Crusader Kings auch dran. Ich habe jetzt nur die erste halbe Stunde, also ich habe um 8 angefangen, die erste halbe Stunde nur Perks durchgelesen, ein bisschen geplant und jetzt einen anderen Startpunkt getestet. Jetzt haben wir es aber halb, das heißt, wir könnten jetzt den Startpunkt starten, den ich dann auch weiterspielen würde. Und bisher sieht Basement am besten aus. Das heißt, wenn ich... War doch Basement, ne? Oder gab es irgendwas, was bunkerartig klang? Nö. Also, Basement. Matt lag in Minecraft. Ich finde die Geschichten, die dieses Spiel schreibt, so gut und lustig. Es Open Survival, ne? Da läuft man nicht einfach durchgehend mit Schiff durch die Gegend und tötet alles, was dann vor die Flinte kommt, wie in normalen Fallout. Hier muss man wirklich alles ordentlich planen. Achso, ich sollte nicht alles mitnehmen, aber ich kann mal alles in einen Container schmeißen. Also ich sammle alles auf, gucke dann, was davon sinnvoll ist und die... Das war jetzt alles, oder? Wir müssen wirklich jede Ecke durchforsten. Okay, nehmen wir den Schreibtisch gleich. Also, wir haben... Eine Switchblade, eine Toxikgranate. Dann eine Metal Chest Piece, das ist gut. Funkel Purge, minus 25 HP, aber dafür minus 150 Rats und was, was aufputscht. Und jede Menge Schrott. Okay, den Schrott lassen wir erstmal hier. Junk. Alles an Junk bleibt hier. Wir machen jetzt quasi Kreise um diesen Bunker hier rum. Das bleibt auch hier. Das werde ich vermutlich nicht nutzen. Und das auch noch nicht. Machen Kreise um diesen Bunker hier rum. Suchen leichte Gegner, also Rehe, die sich nicht wehren, um uns Sachen zu mitnehmen. Und kommen dann immer wieder hierher zurück. Wir können auch... Wir haben hier kein Bett. Aber ich umfunktioniere das Ding zu einem Bett. Das heißt, wir machen einfach Folgendes. Wir machen Save Let's Stream 1. So, damit wir nicht jedes Mal wieder ne, das Ganze mit der Charaktererstellung und sowas alles machen müssen. LS1 ist da. Gut. Wir haben auch nichts vergessen. Nein, wie sehen wir aus? Furchteinflößend. Ja, so muss das sein. Okay. Auf ins Commonwealth. Nicht in die Richtung gehen, wo der Typ mit der Laserwaffe ist. Oder dem irgendwie eine Falle stellen und dann selber die Laserwaffe nutzen. Das mit den Ghoulen und den Wölfen eben gerade waren auch ein super Beispiel dafür, wie man das Terrain und andere Gegner nutzen kann. Um zu überleben und auch an Beute zu kommen. Also Erfahrungspunkte gibt es dann nicht, aber dann hat die Beute von Tieren nicht unbedingt, weil wir haben noch den Skill nicht, um das zu kriegen. Aber menschlichen Gegnern, also die in Fallen zu locken. Okay, hier bei dem Haus war nichts. Trotzdem nochmal gucken, vielleicht ändert sich das hier irgendwie, aber nein, scheint ruhig zu sein. So.
Orientierung. Hier ist unser Bunker. Custom Destination, das wird man hierhin zurückfinden. Und ich würde gerne in Richtung Westen mich vorarbeiten, Richtung Sanctuary. Das ist eine Insel, da kann man sich einmauern. Und dann ist gut. Okay, also westlich. Wir sind letztes Mal, glaube ich, auch westlich gegangen, oder? So, mal gucken, wie die Gegend hier ausschaut. Das ist ein blaues Auto. Ich dachte, warum ist das was komisches blau markiert? Hier können wir auch schön sehen, ob Gegner in der Nähe sind oder nicht. Sie verstecken sich irgendwo. Da sind Rehe. Also ein Reh. Komm her, ein Reh. War das der Tod, der Bus, wo wir gestorben sind? Danke, Eulenspielchen. Ja, versuchen wir doch mal, das Reh dann weg von dem Bus zu bekommen. Mit Wehren, was? Was zum Hölle? Das dürfen die nicht. Ja. Bambi fights back. Gut. Das war komisch, wir haben so viele Rehe schon jetzt angegriffen, die hatten sich nicht gewehrt. Also das Ding hieß Doe. Das ist normalerweise ein Rehkitz. Also ja, Bambi. Es hat gecrashed. Das ist nicht gut. Also wo wir gerade mal hier sind. Das ist die Modliste und auch die Reihenfolge. In Vanille haben die sich ab und an auch gewehrt. Oh, okay. Das ist halt doof, dass wir, keine Ahnung, gefühlt 10-mal zustechen müssen, um ein Tier zu töten. Vielleicht hat sie ja bei jedem Treffer eine Chance, sich zu wehren. Also den extra Schadensperk für Nahkampfwaffen vielleicht früher wählen. No. Das ist super, wie das Spiel einen immer wieder überrascht. Das ist, ja. Wer führt Strichliste für die Tote? Könnt ihr gerne machen, wir sind bei einem. Also jetzt bei den Streams. Ich glaube, wir haben sogar ein Ausrufezeichen Death Counter, aber ich weiß nicht, ob der resettet wurde oder wieder funktioniert. Könnt ihr mal Ausrufezeichen Hell probieren? Ich glaube, das ist gelistet. Jedes Mal einen kurzen, wenn er stirbt. Der ist aus. Ah, okay. Da ist es. So, For Science. Greifen wir das Ding jetzt wieder an und gucken, was es macht. Es läuft. Das ist ein Fawn. Das ist wieder was anderes. Das ist ein Bambi. Das Doe ist dann was anderes. Das ist dann ein weibliches Reh. Okay, davon gerne mehr. Wild Mudfrut. Die gibt doch bestimmt nicht wieder was Essbares, oder? Was hast du gebracht? Aid. Doch. Bringt 2 Strahlung und dann halt Nährwert, denke ich mal. Kostra meint, ich bin dabei. Immer einen Schluck von meinem Gin Tonic. Ja, ihr könnt das ruhig machen. Ich glaube, bei mir wäre es eher kontraproduktiv. Außerdem habe ich keinen Alkohol im Haus. Du.
Und ich glaube, das war der Killerbus. Ist das Lager noch auf der Map markiert? Oh, da hast du gut aufgepasst. Nee, habe ich nicht. Ist das das Haus? Ja. Bin gelaufen. Laufen ist laut. Laufen lockt Gegner an. Das, ja. Ist aber der Hund, der uns auch schon in dem letzten Test umgebracht hat. Das ist wohl der Wachhund von dem Typen mit dem Lasergewehr. Also wir sollten hier in der Gegend uns doch nicht so lange aufhalten, außer wir kriegen den irgendwie weg. Hund denke ich eher nicht, dass wir den packen. Den Typen könnten wir eventuell mit einem Cocktail erwischen. Eventuell könnten wir beide mit einem Cocktail erwischen, aber es muss dann schon ein sehr guter Treffer sein. Das ist schon fast zu cheesy, das so oft zu versuchen, bis der sitzt. So, wir müssen jetzt gucken. Du bist jetzt... Gucken, was es ist. Du bist hier. Ich will mich angreifen. Gastenschuss. Ja. Okay, ich habe überlebt, aber nicht wirklich. Jetzt habe ich einen verkrüppelten Arm. Und zu viel AP verloren. Nee, also... Der hieß Deer? Ja. Das heißt, die kleinen, nicht die kleinen, die können wir versuchen. Bei allen anderen Rehen müssen wir vorsichtig sein. Ich denke, sobald wir eine Waffe haben, die ein bisschen länger ist, könnte das klappen. Und jetzt bin ich erstmal unvorsichtig, weil ich das hier eh nicht ordentlich weiterspielen kann, weil wir keine Möglichkeit haben, uns zu heilen. Distress Signal found. Hinten ist ein Hund. Der irgendwas ist. Komm, üben wir uns mal im Nahkampf. Hi. Ich habe einen Höhenvorteil. Mit einer kurzreichweitigen Waffe, was super ist. Okay. Sorry, Ghostrainer, das wird heftig für dich. Kleine Schlückchen, kleine Schlückchen. Wenn wir den Anfang überstanden haben, die ersten Level, und eine also ein Lager haben mit einer Werkbank, und eine Möglichkeit, uns zu heilen. Dann haben wir gewonnen. Dann ist nur eine Frage der Zeit quasi und Geduld. Da aber erstmal hinzukommen, wird schwierig. Das heißt, wir ignorieren jetzt das Reh. Wir suchen erstmal Ausrüstung, würde ich sagen. Heilen durch Level Up. Stimmt. Deswegen ist es wahrscheinlich aktiviert worden. Also aktiviert geblieben. Normalerweise deaktivieren Survival Mods die extra HP durch den Level ab. Ich glaube, das ist jetzt ein Weg, Kids. Ist weggelaufen, ne? Hab bisher jeden tot geklippt. Oh, super. Dann können wir da eine Compilation irgendwann draus machen.
Ich habe jetzt schon wieder nicht den Punkt markiert. Aber ich glaube, langsam habe ich es drauf. Also da im Außenbereich. Wolf. Der wahrscheinlich das Reh jetzt gerade jagt. Ja, okay. Das ist weg. Undetected. Sehr gut. Noch eine Sache, die normalerweise bei Survival Mods verpönt ist, ist die Anzeige oben, ob man entdeckt wurde oder nicht. Weil es ja, ne, unrealistisch ist. Man weiß ja nicht, ob jemand einen sieht oder nicht. Aber ich denke, das hier ist schwer genug, dass man das da ruhig nutzen kann. Ist also auch standardmäßig aktiviert. Da habe ich nichts irgendwie gedreht. Sollten uns von der Pampe fernhalten. Und hallihallo an alle, die nach und nach eintrudeln. Das sind ja doch heute ein paar mehr. Komisch, wenn man gerade kein Crusader King spielt. Sondern was Neues. Aber ja, verständlich. Ich bin auch ziemlich angefixt von Fallout gerade. Deswegen konnte ich nicht anders. Also den Hund würde ich zwar gerne töten, aber wir haben keine ordentliche Waffe. Wir bräuchten erstmal irgendein Gebäude. Und in dem Gebäude dann Loot. Und dann können wir versuchen, einzelne Gegner zu töten. Muss man ja nur 2 oder 3 sein, dann kriegt man ja schon das erste Level ab. Gucken wir mal, was hier drin ist. Das ist jetzt Richtung Westen. Krankenhaus. Die sind normalerweise Supermutanten. Am Eingang könnte jemand sein. Das pinkt da auch oben unangenehm. Also es ist etwas in der Nähe, aber noch nicht nah genug dran, um uns zu entdecken. Ist das eigentlich auch eine neue Karte, auf der Frost spielt? Nein. Das ist die Standard Fallout 4 Karte. Mit hier oben Sanctuary, Diamond City und dergleichen. Das wäre sonst viel zu groß. Oh, nein. Die haben mich schon gesehen, ne? Ja. Okay. Mit denen will ich mich nicht mit dem Messer anlegen. Also sprinten wir einmal um das Ding rum und hoffen, dass die langsamer sind als wir. Oder hier irgendwo hängen bleiben, weil die doof sind. Ich habe das Gefühl, dass wir hier auch nicht sprinten sollten, aber die Zombies sind immer noch hinten dran. Malden Middle School. Da kommt was Glühendes hinterher. Gibt es hier irgendwo einen Durchgang? Ich brauche einen zweiten Ausgang. Ah. Ghule sind viel zu schnell. Ja, sind sie. Die sind viel zu schnell. Kyria schreit gleich Clips. Ja, keine Sorge, da macht schon jemand Clips mit. Aber gerne, falls jemand das vergisst, auch andere machen. Radex meint, viel zu groß. Klar, ist ja nicht so, dass es eine Mod für Fallout in der UK gibt. Ja, okay, aber dann hätte man es auf jeden Fall schon mal beim Download gemerkt, dass das viel, viel größer ist. Das müsste dann ja 10 GB plus oder was sein. Okay, also wir können nicht ins Krankenhaus rein, weil vor dem Krankenhauseingang ein paar Ghule ist. Die Stadt sah aber gut aus. Das heißt, wir sollten da direkt hingehen. Und da dann versuchen, heimlich was wegzunehmen. Während die anderen sich gegenseitig abballern und so kriegen wir dann vielleicht auch irgendeine Waffe. Das heißt, hier die Custom Destination.
Westen war das. Das Gebäude. Nördlich von dem Gebäude. Also gehen wir gleich hier rum. Wir müssen keinen großen Bogen machen. Also wir konnten ja auch bis zur Hälfte von der Südseite von dem Gebäude da lang gehen, ohne dass das passiert ist. Aber wenn es so weit in die Richtung gehen, kommt halt gleich der Hund. Oh. Da ist der tödliche Bus. Hier ist alles tödlich. Wir wurden von einem Rehkitz umgemault, das uns besteigen wollte. Also, ja. Die Animation war sehr verstörend. Aber hier ist okay. So, sieht soweit alles gut aus. Ein Fernglas wäre super. Also Fernglas, was ist da so rot und blutig und zerstückelt? Das sind tote Gude. Und eine Kiste. Das ist, glaube ich, vorgesehen. Das ist platziert. Vielleicht gibt es auch bei jedem Startpunkt in der Nähe immer... Steht er wieder auf. Wenn er aufsteht, muss ich nur schnell genug ran und Kopf treffen. Die ballern sich in der Stadt, das ist okay. Ne, er ist tot. Also tot, tot. Shotgun. Ja! Ja, damit. Gib mir alles.